Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja. Oh, ich glaube, uns sind wieder ein paar Sachen leer gegangen. Yep, so wie es ausschaut, sind die mittlerweile wieder leer gegangen. Ich habe seit der letzten Folge ein bisschen das hier laufen lassen. Außerdem habe ich hier noch ein paar Filling Cabinets hinzugefügt. Die sind nicht alle voll bis jetzt, aber ich habe alle Kisten einmal durchlaufen lassen. Und die entleert. Das Problem war nämlich, ich habe nicht Panik gekriegt, dass Oakwood sozusagen Limit oder die das sozusagen das Limit in dem Filling Cabinet hat. Ah, und deswegen sind jetzt hier vier Oakwood Folder drin. Vollkommen unnötig, denn ich habe bemerkt, dass wohl, also hier war irgendwann mal was gesprengt, ich weiß nicht wieso. Hat hier das Teil gefehlt und somit war der Ordner hier nicht mehr angeschlossen. Was natürlich dazu geführt hat, dass das komplette System hier mit Holz und Sticks vollgelaufen ist. Was natürlich erklärt, warum wir keinen Platz mehr hatten. Na gut, ich habe auf jeden Fall wieder weiter aufgeräumt. Ich habe hier, wie gesagt, Marilyn-Bäume jetzt drin, Neverack Lead, habe noch hinzugefügt. Das hat für den Anfang gereicht. Wie gesagt, man sieht hier immer noch drin, dass hier bestimmte Sachen drin sind, wie Kupfer, muss ich da rausholen und bauen, Zinn. Die mache ich jetzt aber dann immer wieder zwischendurch, so eins, zwei Dinger. Und dann irgendwann muss ich halt die ganzen Kisten einmal wieder durchlaufen lassen, weil es wird ja nicht abgesaugt. Das ist ja das Problem. So. Was ich mal herausfinden will. Irgendwie kommst du wahrscheinlich auch in den Never. Das sollte ja funktional sein. Aber jetzt will ich erstmal herausfinden, was hier noch alles gibt. Multidimensional. Age of Exploration. Explore the world and dimension around you. Let the hunt begin, travel to the hunting dimension. All the buttons, okay. Enter the twilight. Go to the twilight forest dimension using a twilight forest cake. Or building a twilight portal. Twilight forest cake. Was zur Hölle ist das? Forest. Twilight forest cake. Poppy, okay, das ist jetzt nicht so schwer. Okay, ja, okay, ich muss noch Hühnchen kaufen im Grunde dafür. Und dann sollte dieses auch erledigt haben. Kaufen wir noch ein paar Hühnchen. Ein paar Popbox. Ein paar Popbox. So, warte mal, die Tante war unten. Scheiße. Hallöchen. Wo ist sie denn hin? Ist mir gar nicht aufgefallen, müsste aber diese auch weg. Hm. Naja. Chicken Seeds. Dafür brauche ich Raw Corn. Habe ich Raw Corn? Ha, nee, habe ich nicht. Wie, wahrscheinlich kriege ich von dir auch Raw Corn. Kann das sein? Du hast sicher so Corn. Ding ja. Corn Seeds. Dafür brauche ich Wheat. Okay, Wheat habe ich. Das weiß ich. Wheat habe ich. Wheat. Okay, jetzt müssen wir die finden. Die wollen relativ weit unten. Carrot Seeds, Potato Seeds, Corn Seeds. Zack, 8 Stück. Das sollte reichen für den Anfang. Dann tauschen wir schnell. Wir haben jetzt Carrots gemacht hier zum Beispiel. Carrots tauschen wir aus gegen Corn. Und dann gehen wir in unser System rein. Suchen, bauen. Und tun das zurück in das System pumpen. Und dann sollten die instant verwendet werden. Und dann sollte ich Raw Corn auch kriegen, oder? Corn. Raw Corn, das ist es doch. Dann kann ich gleich Chickies machen. Dann können wir aber für die Chickies rein theoretisch hier unten eine Produktionsstelle vorbereiten. Dass sich hier ausgeht. Ich brauche ein bisschen Cobblestone. Cobblestone? Eigentlich wollte ich mir eine Hütte mal bauen vor Ewigkeiten, aber das hat sich irgendwie mit Löhl auch verschoben. So. Wir bauen jetzt eine der ekelhaftesten Hühnchenfabriken, die es gibt. Aber scheiß drauf.
Hi, Kuh. Also das mit dem Bauen muss ich teilweise noch lernen. Ah, no. Das tun wir direkt mal bis oben. Bis oben. Zwei Stöckchen höher schon wieder vorbei. Hinten direkt zubauen. Die Seite auch. Einfach zubauen direkt. Ich habe immer das Gefühl, hier fliegt was rum, aber es ist nichts hier. So, das kann ich auch zumachen. Dann brauche ich ein paar Hopper. Nein, ah, scheiße. Und noch eine Chest. Das sollte jetzt hoffentlich nicht so viel werden, was da drin ist. Das erste wird die dann hier hin platziert. Unten dahin. So. Und dann brauchen wir bitte ein bisschen Glas. Hier auch ein bisschen was auf Lager mittlerweile. So. Bisschen billig, aber. Fragt, kann ich. An die Chicken Seeds kann ich da gar nicht platzieren, ne? Das habe ich gar nicht bedacht. So, was soll ich jetzt alles. Das war alles wieder Zeug, was ich gerade nicht brauche. So. Nein. Wieder. Ich will mein Tablet wieder. Ach man. Tablet. Oder muss ich dafür Wireless suchen? Wireless. Wie sind sie scheiße wieder? Crafting. Oh Gott, Simple Storage Remote. Ah, Remote, haha. Remote. Dafür sollte man Remote schreiben können, ne? Remote. Ist die Storage Device und das ist das Simple. Without Crafting for... von Network without Crafting. Und das ist mit Crafting in dem Fall. Ich will aber die... Ich hab doch sicher noch irgendwo Gold liegen. Ihr könnt mir jetzt nicht sagen, dass ich kein Gold mehr habe. Ach, come on. Dann musst du halt nur kurz... Da sind immer noch Diamanten drin. Ah, nicht mehr. Das ist der Rest an Diamond Ember, was da noch drin ist. Unnützes Zeug. Eigentlich bräuchte man so ein Liquid-Lager. Ein Liquid-Storage-Place, so. Erstmal 17 Blocks. Und die können jetzt hier schön abgegossen werden. Ich muss jetzt das Ganze ein bisschen weiter raus tun, dann kann ich nicht hier allgemein so ein Ding hinführen, dann kann ich mehr Blocks gleichzeitig produzieren. Die Production Rate sozusagen steigern. So, wenn ich jetzt in... Ah, scheiße. Total vergessen, ich muss ja dafür erstmal das Gold wieder umwandeln. Jetzt kann ich hier Remote eingeben. Und die bauen... Yes, ich habe einen Remote wieder. Da ist er doch, jetzt ist er da. Oh Mann. Na gut, hey, einer. Achso, dann muss ich jetzt konfigurieren damit, ne? So. Ich wollte nach Korn schauen. So, ich würde hier gerne. Oh, jetzt habe ich richtig schön viel Rohkorn. Chicky? Idee. Vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Ich baue erstmal Dirt.
Ein Stück. Und Bone. Bisschen was davon. So. Let's try. Nope. Ich bitte wieder. Liegt das jetzt daran, dass da nicht oben genug Platz ist? Und, ah, nee, warte mal. Zurück da rein. Ich hab's ja gar nicht bestellt. Shit. Muss ich das doch oben machen und kann die hoffentlich hochheben. Das wäre auf jeden Fall praktisch. Das muss hier platziert werden, oder? Ha, ich kann's hochheben. Nice. Chicky, komm. Komm, Chicky, Chicky. Boink, 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 hi, hi. Da kann ich doch bestimmt einen Slab reinsetzen, warte mal. Slab. Was war denn das jetzt? Hallo? Alles gut. Dann. Jetzt werde ich das Vieh von hier oben. Oh Gott. Hallöchen, du kommst auch mit. Oh no, jetzt steckt es da drin. Nein! Wo ist es denn jetzt? Komm hier zurück. Seid brav und werdet erwachsen und gebt mir Eier. So schaut's aus. Der Sound hat mich gerade nur ein bisschen irritiert. Hey, dann sollte ich nicht schon angeworfen, Leute. Hier. Du bist kein Freiläufer. Du gehörst in die Hühnchen-Mega-Fabrik da unten. Die eigentlich ein bisschen zu hoch ist, aber ja. Das wird schon keiner merken. Erzähl ich mal kurz da. Ich muss noch bei deinen Freunden aufmachen, warte mal. Es wird so ein bisschen down, bis das alles da durchkommt, aber ja. Ich müsste jetzt auch erhöhen und ja, eigentlich da oben, damit ich hier noch Slabs platzieren kann. Ja, dann bin ich doch die Erde durch, das ist auch kacke. Ich habe die ein bisschen dicker gemacht extra. Ich hatte ja schon irgendwie seinen Sinn, ne? So. Dann das nächste Hühnchen. Komm mal mit. Ich muss dir da mal was zeigen. Ne, da unten im Keller. Da ist so ein Ding, das verstehe ich noch nicht ganz. Komm mal mit, komm mal mit. Da siehst du dieses kleine Gebäude, da quakt es immer raus. Warte mal, ich mach's mal auf und du guckst nach. Hey! Du guckst nach. Siehst du was? Ich höre nix. Hier hoch.
Also das ist wieder ein Hühnchen, das ist noch ein Hühnchen. Die Pflanzen gehen, wachsen hier nach, what? Ich dachte, die gehen kaputt. Ja, fürs Erste sollte das reichen, wenn ich die Mittel Zeit gebe, dann sollten die doch dann wachsen. Guck mal, du musst auch mal hier bitte nachgucken. Hier geht was ganz Komisches vor sich. Wenn ich hier aufmache, wenn ich da reinschmeiß, dann bist du da mit anderen Hühnchen. Ganz, ganz komisch. So. Das Problem gelöst. Ich muss hier mal aufräumen, weil die Crafting-Systeme halt von Applied Energistics sind schon geil. Gibt's echt sowas wie ein Jetpack? Ja, gibt's, nice. Stone Jetpack. Stone Thruster. Dann gibt's das in Iron, in Electrum und in Steel. Ich würde gerne mal Steel jetzt produzieren. Was mache ich dafür? Steel Blend. Dafür brauche ich Crushed Iron. Und das kann ich in einem Crusher machen. Oder auch in einem Mechanical Squeezer. Das sollte ja kein Problem sein. Kohle und das andere Zeug crushen sollte jetzt nicht das Problem sein. Coal. Habe ich hier noch ein bisschen? Kann ich hier einfach durchlaufen lassen? Nee, doch, da wird Pulverized Coal. Und dann brauchen wir noch Iron. Hol ich mir einfach hier einen Stack sozusagen raus. Dann gehen wir hier mal unsere neue Unterstützungsprogramm. Warum funktioniert das nicht, wenn es da drin steht? Da wird der Mechanical Squeezer das hinkriegen. Ich hätte ja noch rein theoretisch Speed Upgrades. Alloy Furnace. Nehmen wir durchlaufen schnell. So. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.